Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Ursprung Inneres. Das ist jetzt unsere Kugel, die wir da haben. Bin mal gespannt. Oh Gott, das scheint doch größer zu sein. Oh jo, Alter. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es noch so groß ist. Es gibt ein paar Orte, wo ich hin wollte. Kann ich hier hinreisen? Ja. Okay. Denn, da ist es. Guck mal hier. Zufällig ist hier jetzt nicht mehr ein Abgrund, sondern man kann hier jetzt tatsächlich hin. Es gibt nämlich Landschaftsformationsänderungen. Das habe ich leider schon, keine Ahnung, bei den Missionen, wo ich mir die Missionen dann durchgeguckt hatte, habe ich es gesehen. Da stand dann was, nach der Landschaftsformation kannst du dann da und da hin. So, und dann habe ich halt schon gewusst, okay, irgendwann wird eine Landschaftsdings sein. Und als ich gesehen habe, dass diese Laser überall hingeschossen haben, wusste ich halt schon, okay, hier wird sich irgendwas geändert haben. Zum Beispiel hier. Hier ist jetzt irgendwie seltsamerweise die Brücke entstanden. Ich weiß nicht wieso, aber... Ja, ich weiß. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht, wo die ganzen Orte sind, tatsächlich. Frag mich das absolut nicht. Also ich kenne jetzt nur das Ding hier. Und ja, das ist jetzt das Einzige, was mir hier einfällt. Die Gegner Level 69. Natürlich 69, ist ja klar. Was bist du denn? Jara Grenfis. Oh, cool. Es gibt ja auf jeden Fall einen Gegner, den ich besiegen will. Der ist Level 70. Oh, guck mal hier, überall sind diese süßen Pipits. Ach, da ist der Boss. Wie gesagt, ist Level 60. Purpur Gefilde. So. Haben wir dadurch jetzt alle Orte entdeckt? Sieht so aus. Noah sagt's wieder. Noah hat gerade was gesagt. Das könnte sein, dass damit er bestätigt, dass wir alles erkundet haben. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Weil das war der letzte Ort eigentlich. Also... Muss ja eigentlich so sein. So, wie gesagt, ich will jetzt noch den Boss hier besiegen. So, natürlich direkt verfehlt. Der erste direkt verfehlt. Danke, Mios Fähigkeit ist auch geil, der mit dem Aufladen. Das ist richtig nice. Okay, er hat widerstanden. Hey, du sollst nicht mich fokussieren. Oh, nice, danke. Ah, schon wieder Widerstand. Ey, du sitzt nicht auf mich. Ah, schade. Ich weiß, ich sollte nicht diese Raging Force machen, ohne was aufgeladen zu haben. Aber ist egal. Komm schon. Ja, endlich schwanken. Ja, so. Und schleudern. Jetzt noch jemand schmettern? Perfekt. Ich darf nur nicht sterben, das ist das Einzige. So, und ready für Noahs Power. Jetzt kommt der Damage. Guckt euch diesen Damage an, das ist so unfassbar. Wie viel Damage er macht. Und der wird immer stärker, ne? Phantom Slam.
So, komm, wir machen das, dann ist er tot. Zack. Ja, also sein letzter Angriff macht so 1 Million Damage, wenn er auf maximaler Hits ist. Das ist halt schon krank. So, ihr seht, war kein Problem, den zu besiegen. Okay, der war nur Level 70, aber trotzdem. Normalerweise habe ich früher viel, viel länger gebraucht, für irgendwelche Bosse zu besiegen. Boah, ich kann mich noch an diesen blöden, komischen, was war das, Krokodil-Dings erinnern. Oh, das war super scheiße. Das war richtig kacke. Da haben wir irgendwie 20 Minuten gekämpft oder so. Der war fünf Level stärker trotzdem noch. Ja. Container haben wir gegönnt. Ich weiß, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo jetzt noch Transformationen, Landschaftstransformationsdinger sind. Aber irgendwo müssen ja eigentlich noch neue Orte jetzt freigeschaltet worden sein. Nur ich weiß nicht wo. Ich weiß, dass hier ein Superboss ist. Level 95 ist der. Vorne ist es, glaube ich, komplett. Ich glaube, Pentelas ist noch nicht komplett. Genau. Guck mal hier, da. Guck mal da. Da ist jetzt ein Weg. Siehste? Da ist jetzt ein Weg. Alles klar. Das heißt, jetzt komme ich erst dahin. Hier sind übrigens auch noch die zwei Bosse Level 82. Die muss ich auch noch irgendwann mal besiegen. Ich glaube, ich kann die sogar schon besiegen, weil ich relativ stark bin eigentlich. Okay, das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich dahin. Ich würde da sogar direkt hingehen. Weil wir sind jetzt eigentlich mit Ursprung dran und alles. Aber ich würde jetzt eher lieber mal... Ich glaube, ich hole mir sogar das Handy, um zu gucken, wo die ganzen Transformationen, Landschaftstransformationsänderungen sind. Xenoblade 3 Landscape Transformation. New Environmental Screenshots? Let me just fix this. Hm. Nee, das ist irgendwie nicht richtig. Hm. Keine Ahnung. Ich finde jetzt dazu leider nichts auf die Schnelle. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben ja jetzt zumindest hier das. Also woran ich das erkannt habe, ist, da war, ist so ein kleiner Weg und der war vorher nicht da. Den gab es vorher nicht. Da ist auch noch ein Boss. Das sieht auf jeden Fall so aus. Ja. Das ist jetzt irgendwie neu. Das gab es vorher nicht. Wir sind Elite-Gegner. Level 74. Hä? I hope we can make use of this. Oder gab's das wohl schon? Nee. Ich kann mich da null dran erinnern. Bellfell-Gorillus. Hm. Ja. Aber das zeigt mir immer noch, dass hier irgendwo trotzdem noch ein Ort ist, wo ich nicht hin konnte. Weil die Map war ja noch immer nicht komplett aufgedeckt. Ich meine, jetzt, ich war halt überall, deswegen ist sie überall aufgedeckt. Hier mal Magda. Magda Unterwald. Hier vielleicht irgendwas free? Was ist das denn? Ach, das war diese kleine, ja. Hat sich hier was geändert?
Guck, hier ist auch noch nicht die Map voll. Hier fehlt auch noch irgendwo was. Das ist das, was ich meine. Eigentlich müsste man überall jetzt neue Orte haben, oder? Hier vor allem, glaube ich, ne? Hier müssen wir jetzt auf jeden Fall hin. Hier. Nee. Hier. Ja. Da. Hier ist jetzt der neue Weg. Ich mache hier keine Markierung weg. Ich reiß mal zu dem Grab da. Das ist auch einer der Bosse, den ich letztens besiegt habe. In meinem Offscreen-Boss-Rush. Der war Level 72 oder 77. War so ein komischer Schlängel. Ein Schlängel. Eifersüchtige Mizaralalile. So. So, ich bin mal gespannt, was hier oben auf uns wartet. Da warte ich schon noch, also nicht noch länger drauf als das, wo wir gerade waren. Aber das ist das, was mich eigentlich schon am meisten interessiert hat, tatsächlich. Lol. Hier schwebt einfach ein Felsen. Oder soll das so sein? Ach, das soll so sein, okay. Damit man noch an die Items kommt. Ja, endlich können wir hier hoch. Endlich. Endlich kommen wir hier hoch. Da habe ich so lange drauf gewartet. Level 72, 73 ist hier, okay. Ich hole mir mal den Aether-Channel hier. Einfach nur um zu gucken, ob der richtig krass viel Aether droppt. Ja. Ja, 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 alles klar. Ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir im Origin mal Aether. Da habe ich den jetzt mal aufgefüllt einfach. Ne, ich helfe ihn gerade nicht. Ich keinen Bock habe. Ich will jetzt endlich wissen, was das ist hier. Level 66. Okay. Das sind ein paar Elite-Gegner. Aber wie gesagt, alles uninteressant für uns eigentlich. Ruinen der Helden. Interessant. Und da ist noch ein Boss da tatsächlich. Ich würde mir erstmal den Container holen. Natürlich ist der da oben. Und da ist natürlich das letzte. Ja, wait, wie komme ich da hin? Wie komme ich zu diesem Container? Lol. Hier ist ein Secret. Unter der Treppe. Ach, Ursprungsfragment. Ja, die brauche ich überhaupt nicht mehr. Ich habe alles auf Maximum. Loyaler Pirutan. Ich darf nicht sterben, Leute. Sehr gut. Schwanken. So. Bam. Stufe 1 reicht mir für Noah. Damit sollten wir dem gut damagen können. Boah, der hat aber trotzdem eine gute Defense. Ne, der hat viel Leben. Okay. Der hat extrem viel Leben. Bam, 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 bam. Nein, ich bin tot. Ja.
umwerfen, Leute. Muss man näher ran. So. Explosion! Boom! 315.000. So muss es sein. Er hat keine Chance. Ja, stirb. Da ist er down. Gar kein Problem. Und wir kriegen noch ein letztes Erbe der Sieben. Veneris-Ringe. Gucken wir mal direkt, was die machen. Beim Starten einer Angriffskette steigen die TP um 20. Wow, okay. Hängt davon ab, welche TP, ne? Die generellen? Ich meine, es ist eigentlich schlauer, nicht so schnell die TP zu steigern. Weil... ja, ich habe auf jeden Fall genug Power und Taktiken, um TP zu pushen, also... So, ich würde mal sagen, hier muss man lang, ja. Aber ich muss unbedingt noch identifizieren, was das für ein Ort mal war. Weil, ich kann mir vorstellen, was es für ein Ort war. So. Ist das? Das ist eine Kathedrale. So, was ist da für ein Symbol? Boah, das kommt mir bekannt vor. Aber ich kann es nicht sagen, was es ist. Aber es kommt mir bekannt vor. Boah, ich... ich habe gar keinen Plan gerade. Ist das aus Xenoblade 2? Ich dachte am Anfang, es wäre Xenoblade 1 so eine Alchemoth-Kapelle. Aber wie heißen die nochmal, diese Hiding Places von den Alchemoth, die in der ganzen Welt verstreut waren. Und dass das eine Kirche davon ist, oder eine Kathedrale halt. Dass irgendwie sowas war. Aber ich glaube jetzt nicht mehr daran. Boah, das ist schwer. Let me just fix this. Mal gerade. Weiß es nicht. Every day's a training day.
Ja, nee. Ich finde hier jetzt auch leider nichts zu dem Ort. Also in der. Also irgendwie. Keine Ahnung. Okay, ich sehe hier leider auch jetzt nichts weiter zu den anderen Orten, die noch freigeschaltet werden. Es steht aber auch nirgendwo. Ich meine, das muss eigentlich irgendwo stehen. Hier, Leute, es gibt neue Orte nach Dingsbums. Also, Jim, ich wollte noch wissen. Das ist nichts mehr, okay. Es muss doch irgendjemanden geben, der das aufgeschrieben hat. Ey, du kannst jetzt nicht erwarten, dass irgendjemand hier alles so suchen geht. Hier könnte ich mir noch vorstellen, dass hier sich was geändert hat. Aber hier ist nichts mehr. Hier war ja schon alles komplett. Kitensia? Ja, hier muss sich ja irgendwas geändert haben, eigentlich. City kann sich nichts geändert haben. Hier hatte sich das geändert. Und in Cadenza hatte sich das da geändert. Vielleicht ist hier noch irgendwo was. Doch noch. Aber ich wüsste nicht wo. Ich weiß es nicht. Also ich kann es euch nicht sagen, ob jetzt noch irgendwo weiter hier Kram ist, aber keine Ahnung. Wir gehen nochmal zurück zum Origin. Ja. Huch. Let me just fix this. Ich würde mich gerne hier mal hinsetzen. Better make sure we're well rested. Besprechen. Haben wir noch irgendwas zu besprechen? Wahrscheinlich nur die stärksten Ionias. Ja, das ist das letzte. Stufensteigern, muss ich mal gucken. Ich glaube nicht. Ne. Juwelschmieden, glaube ich, können wir auch nichts machen. Habe ich, glaube ich, schon gemacht. Kochen. Kochen würde ich gerne machen. Was haben wir denn so? EP, Goldmenge, Beute, EP, Beute. Ja, das hier eigentlich, ne? 30 EP, 20 EP, 15, 5. Ich würde dann voll auf EP gehen, einfach. EP, Klapp und Beute. EP und Klapp. Klapp, Gold. Nö, ich will eigentlich dann das EP-Ding haben, hier das. Weil ich brauche keine Klassenpunkte aktuell. So, und wir müssen uns natürlich sauber machen erstmal. Und speichern. Wir sind jetzt bei 170 Stunden. It's good to keep a record. Ja. I'm all refreshed and ready to take on the world. Boah, das fuckt mich jetzt ab, dass ich nicht weiß, wo noch. All secret area locations. Hier ist eine Liste. Transcendent Retreat. Was ist denn das? Ja, Mann, geh mir nicht auf den Sack mit deinen scheiß Cookies. Transcendent Retreat. Das haben wir, ja. Dann da, wo wir gerade hingegangen sind, das haben wir. Der Fingertipp, den haben wir. Loopers haben wir auch. Serato Spring haben wir. Forerunner's Tower haben wir auch. Das haben wir auch, die Quelle. Holy Lit. Haben wir alles.
Der Sky Garden, den haben wir. Den Ausblick, den haben wir. Eternal Elegance, das haben wir natürlich auch. Okay, nö, weiter steht hier nichts. Finde ich aber scheiße, dass hier nichts steht. Mann. Ich glaube, ich gucke gleich nochmal aufs Screen da rein. Okay, die Folge war jetzt eher so. Ja. Nicht so spannend, sage ich mal. Aber wir sind endlich mal an die Orte gekommen, wo wir schon ewig hin wollten. Was haben wir denn jetzt hier? So. Können wir neue Sachen abgeben? Alter, der Typ geht mir so am Sack, ne? Dass hier das Einzige ist, was noch immer am Shiny machen ist. Items. Keine Ahnung, bei Mission ist noch irgendwas. Ah, hier waren wir fertig, ne? Ja. Stimmt, ich wollte noch was hier gucken. Volksschutz von Schwächungen? Was hast du denn? Kraftfeldtechniken, reduziert Schaden, Treffer physische Ignoranz. Erfolgschance von Schwächungen? Du hast doch gar keine Schwächungen. Ja, aber der Rest ist jetzt auch nicht so nice. Erstmal alles kontrollieren, bevor wir hier jetzt in dieses Dings reingehen. Aber wisst ihr was? Ich mache die Folge ein bisschen kürzer. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Trotzdem, wir sind zwar nicht so viel weiter gekommen. Wir haben jetzt nur diese zwei Orte entdeckt. Ich gucke jetzt Oski nochmal ein bisschen intensiver nach. Ob wir doch noch irgendwo Orte haben. Und dann machen wir das in der nächsten Folge direkt am Anfang. Und sonst gehen wir weiter in den Ursprung rein. So, jetzt haben wir aber genug Zeit warten lassen, vergehen lassen, wie auch immer. Nächste Folge geht es auf jeden Fall weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns. Bis dahin, haut rein und tschüss.